Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. In diesem Predigttext gibt es zwei Themen. Einmal das Thema Ehe und Ehebruch und einmal das Thema Kinder. Ich lese nochmal den ersten Teil, wo es um Ehe und Ehebruch geht. Und Pharisäer traten hinzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Er, Jesus, antwortete aber und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Für das erste Thema, also für dieses Thema Ehe und Scheidung, gibt es eigentlich bei Mose diese ganz klaren Regeln für Männer. Wenn ein Mann sagt, ich möchte nicht mehr, egal warum, dann konnte er eben das auch kundtun. Und das war damals sogar eine Absicherung für die Frau. Warum haben die damaligen Theologen Jesus das gefragt? Haben sie Jesus als notorischen Gesetzesübertreter oder als jemanden, der alles nicht so genau nahm im Visier und wollten ihn überführen? Oder hatten sie vor, dass Jesus bei der männlichen Bevölkerung, wenn er anders argumentiert, vielleicht unbeliebt wird? Haben sie ihn im Visier, weil er auch am Sabbat geheilt hat, wobei man doch da gar nichts tun darf, weil er etwas gegen das Schwören gehabt hat? Du sollst gar nicht schwören, obwohl das klar von Mose definiert wurde. Haben sie etwas gegen ihn gehabt, weil er seine Jünger nicht getadelt hat, als diese am Sabbat Ähren ausgerauft haben, weil sie hungrig war? Oder weil er eine Ehebrecherin nicht verurteilt hat? Ist Jesus in ihren Augen ein Gesetzesloser, ja vielleicht sogar ein Anarchist? Jesus wertet die Bestimmung des Mose über die Ehescheidung eines Mannes von seiner Frau als eine Anpassung an die schon verderbte Realität. So hat er das ja ausgedrückt. Eine Anpassung an das, was schon vorhanden war. Von Gott her gibt es einen Mann und eine Frau, die Gott zusammengeführt hat. Das heißt, ist mir auch nochmal aufgefallen, es gibt keine Vielehe. Salomo hatte 300 Frauen und 700 Nebenfrauen. Das gibt es nicht bei Gott. Ja, ein Mann und eine Frau, ist doch ganz eindeutig. Und bei Gott gibt es keine Scheidung. Kein Recht auf Scheidung. Mehr noch, das hat Jesus dann seinen Jüngern erklärt, Scheidung ist Ehebruch. Könnten wir sagen, okay, Ehebruch. Nein, Ehebruch, da schrillten die Alarmglocken früher.
Ehebruch war ein todeswürdiges Vergehen. Da gab es Todesstrafe draus. Todesstrafe. Also Ehebruch war nicht, ja okay, dann ist es Ehebruch. Nein, wer Ehebruch begangen, wurde damals gesteinigt. Inoffiziell eigentlich. Denn offiziell durften die Juden zur Zeit der Herrschaft der Römer dieses gar nicht vornehmen. Deswegen wurde ja Jesus auch nicht von den Juden umgebracht, sondern von den Römern. Aber das war ein todeswürdiges Vergehen, wenn man Ehebruch betreibt. So, ist Jesus etwa für die Todesstrafe, für die Einführung der Todesstrafe, weil er seinen Jüngern nochmal sagt, wenn ein Mann die Ehe bricht oder auch, er sagt es dann ja erstmalig auch umgekehrt, eine Frau, die sich scheiden lässt, so ist das Ehebruch? Nein. Bei Jesus geht es nicht darum, wieder neue Gesetze zu schaffen, sondern bei Jesus geht es um Barmherzigkeit. So wie Gott uns Menschen gegenüber barmherzig ist, weil er uns ohne Vorleistung die Sünden vergibt, so können wir auch barmherzig sein gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber diesem und jenem, weil wir das ja selbst erlebt haben, die Barmherzigkeit an uns. So, und warum dann nicht auch an unserem Ehepartner? Entweder überwältigt mich Gottes Barmherzigkeit, auch Barmherzigkeit zu üben an anderen, oder ich habe es noch nicht begriffen. Aber was ist denn eine Ehe? Ist eine Ehe so etwas, was jetzt hier vor dem Altar zelebriert wird oder vor dem Standesamt? Oder ist eine Ehe schon dann, wenn man zusammenzieht, zusammenlebt, zusammen schläft? Und wie ist es dann mit wechselnden Beziehungen? Und wie ist es dann, wenn man dann irgendwelche Folgen spürt, eine Empfängnis ansteht, aber man das gar nicht will und das auch nicht rechtzeitig irgendwie in den Griff bekommen hat? Damit sind wir beim zweiten großen Thema in diesem Predigtext, bei den Kindern. Ich lese uns nochmal diese Verse vor. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er zornig, und zwar zu den Jüngern, und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Jesus und die Kinder. In den 5 Büchern Mose kommen Regelungen in Bezug auf Kinder recht selten vor und dann meistens auch in dem Zusammenhang, wo die Kinder den Eltern zu gehorchen haben. Kinder waren im wahrsten Sinne des Wortes bei Mose weniger wert als erwachsene Männer. 3. Buch Mose 27, das Kapitel. Das mag auch der Grund dafür gewesen sein, dass seine Jünger, die ja im Gesetz des Mose aufgewachsen, erzogen wurden, so ablehnend gegenüber denen waren, die ihre Kinder zu Jesus brachten. Frauen, Ausländer, Behinderte und Kinder, alles Gruppen, die nach Mose nicht gleichberechtigt waren wie israelitische Männer. Gott sei Dank ist das bei Jesus anders. Bei den Schwestern zum Beispiel von Lazarus, Maria und Martha
Oder bei den Gichtbrüchigen, den er geholfen hat. Oder bei dem Hauptmann von Kapernaum, also einem römischen Hauptmann, der Jesus gebeten hat, ihm zu helfen, indem er seinen Knecht heilt. Und eben auch Jesus jetzt bei den Kindern. Mit den heutigen Frauen, Behinderten- und Ausländerrechten bildet sich das jetzt erst heutzutage ab, dass Jesus da keine Unterschiede gemacht hat und vielleicht auch bei den Kinderrechten. Aber klar ist, die Gesetze Mose waren damals für die Zivilgesellschaft bestimmt, für das Volk Israel, für den Staat. Aber, das ist ganz wichtig, Jesus macht keine neuen Gesetze für die Zivilgesellschaft. Das Reich Gottes, was Jesus verkündet, ist eben nicht von dieser Welt, sagt er immer wieder. Das ist nicht hier oder da, dass man es greifen kann, dass man es realisieren kann. Es hat nichts mit gesellschaftlichen, staatlichen Regeln zu tun. Auch wenn das alle Juden und insbesondere auch seine Jünger von einem Messias erwartet haben, dass er die Römer platt macht, dass er endlich mal das aufzeigt, was die Propheten gesagt haben, dass es ein Reich des Friedens wird, ohne Feinde, und zwar ganz real. Das hat ja Jesus gar nicht gemacht. Da waren die auch zum Teil, besonders Judas, total enttäuscht. Das soll der Messias sein, von dem alle berichtet haben, dass er kommen wird und ein Reich des Friedens hier bei uns durch Gesetze und wie auch immer, egal, aufrichtet. Alle Propheten, auch dieser Prophet Micha, von dem wir eben den Wochenspruch gehört haben, haben klare Bilder von einem wunderbaren Gottesstaat auf Erden, und zwar in Israel, der sogar für andere Völker und Staaten vorbildlich ist. Was aber die Welt verändert und braucht, sind keine neuen und besseren Regeln und Gesetze, sondern, das hat Jesus immer wieder deutlich gemacht, ganz einfach, Barmherzigkeit. Und diese Form von Liebe wird auch von Kindern verstanden. Deshalb die Warnung Jesu, wer das Reich nicht aufnimmt wie ein Kind, wird in dieses Reich, in dieses Friedensreich nicht hineinkommen. Eine harsche Kritik an seinen Jüngern und auch an den gebildeten Theologen damals. Und heute? Muss man Theologe sein, um Kind Gottes zu werden? Muss man Theologe sein, um das Wort Gottes zu verstehen? Muss man Theologe sein, um den Willen Gottes für sich zu erkennen? Jesus hat da eine sehr provokante Antwort. Wer das Reich nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Das bedeutet, alles Philosophische, Sophistische, Juristische, Geisteswissenschaftliche, toll, nützt aber nichts, wenn es um die Zugehörigkeit zum Reich Gottes geht. Das gilt auch heute. So etwas kam damals im einfachen Volk gut an und hat die Position der damaligen Theologen erschüttert. Und Jesus war das klar, was er damit auslöst, und ist den daraus folgenden Auseinandersetzungen nicht ausgewichen. Im Gegenteil. Also das Jesusbild von einem herzigen Kinderfreund ist nicht alles, sondern es ist auch ein Jesusbild von einem, der das scharfe Wort Gottes ernst nimmt und keine Auseinandersetzung ausweicht. Auch nicht mit seinen Jüngern. Und der Frieden Gottes, dieser Frieden, der höher ist als unsere Vernunft,
der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.